Das ist ein Artikel aus der Tagesschau vom 20.08.2020. Überschrieben mit Qualität von Altersmasken. Mehr Schichten, mehr Schutz. Und ein bisschen später in dem Artikel wird es ganz lustig. Je schwieriger das Atmen, desto besser. Was ist besser? Haben Sie mehr Schutz? Haben andere mehr Schutz? Ist es gut, wenn Sie weniger Sauerstoff einatmen, damit Sie weniger denken, damit Sie weniger mitkriegen, was Ihnen für ein Bullshit erzählt wird? Also, wenn Sie Ihren Kindern Masken umbinden, dann wird die Denkfähigkeit beeinträchtigt. Und zwar stärker, als Ihr Kind vor dem Coronavirus geschützt wird. Weil die CO2-Rückatmung tritt sofort ein bei allen Kindern, die diese Maske aufsetzen. Die atmen auch die Fussel von der Maske ein. Die atmen den ganzen Dreck wieder ein, den sie vorher ausgeatmet haben. Ja, die atmen die Giftstoffe der Materialien ein. Die atmen jede Menge an Giften ein. Das ist unverantwortlich. Und jetzt kommt da die Tagesschau und packt noch einen oben drauf und sagt, je weniger Sie atmen können durch diese Maske, desto besser wäre das. Das ist eine Vorlage für Folterknechte, ja. Also vielleicht auch für Unfreiwillige, weil Eltern wollen ja das Beste für ihre Kinder tun. Und wenn sie jetzt diesen ganzen Märchen glauben, die ihnen da aktuell so aufgetischt werden von dem Killer-Virus, der im Übrigen kein Killer-Virus mehr ist, weil es werden keine Leute mehr in Krankenhäuser eingeliefert, jedenfalls nicht aus dem Grund Coronavirus. Vielleicht sterben sie noch mit dem Ding oder mit ein paar Virentrümmern, die man in deren Körpern findet. In Spanien läuft die Sterbewelle nicht mehr parallel mit der Testwelle, ne? Also nicht mehr proportional dazu. Sie steigt nicht mehr in dem Maße an. Wir müssen auch in Deutschland gigantische Testzahlen auffahren, um hier überhaupt noch irgendwie positive PCR-Tests geliefert zu bekommen. Und diese Menschen sind nicht krank. Das sind Gesunde, die wir getestet haben. Die sitzen dann zu Hause und sind immer noch gesund. Und die werden auch nicht krank. Und ja, und jetzt steht hier in diesem Ding, je schwieriger das Atmen, desto besser. Ich kann mir das nur damit erklären, dass die Redakteure der Tagesschau viele, viele Tage viel zu enge Masken aufgesetzt haben, viel zu viel CO2 rückgeatmet haben. Und ich möchte Ihnen dringend empfehlen, mal die Maske überall abzulegen, wo es geht, tief durchzuatmen, weil der Sauerstoff, der dann in Ihre Lunge transportiert wird, der hilft beim Denken. Ja? Weil der kommt dann über die Blutbahn ins Gehirn und sorgt dort für frischen Wind und dann kommt man nicht mehr auf so blöde Ideen und schreibt das auch nicht mehr auf die Webseiten. Weil ich weiß gar nicht, ob es jetzt jemand anzeigen könnte, diese Tagesschau. Ne? Weil wenn das jetzt jemand befolgt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alle Kinder unbeschadet überstehen. Allein dieser Druck und Zwang, der da ausgeübt wird von den Erwachsenen. Setz die auf, setz noch eine zweite Maske auf, zieh die drüber. Ja. Je weniger du atmen kannst, desto besser. Ich habe es in der Tagesschau gehört. Auf wessen Kappe geht das? Ich hätte schon eine Antwort.